heute? Heute Pistol Progression. Vorweg ganz wichtig, wer mit den Knien Probleme hat, reduziert die Wiederholungsanzahlen, seid vorsichtig, nehmt weniger Range of Motion, achtet wirklich auf euch bei Pistols, das ist ein sehr aggressives Movement. Ich hatte auch lange eben Probleme mit den Knien von Pistols und auch ich muss mit dem Volumen sehr aufpassen. Deswegen einfach Appell, seid vorsichtig dabei. Wir arbeiten an den Positionen, dass die Knie eben lernen, mehr Load zu tolerieren. Erste Position ist pro Bein 2x40 Sekunden Pistol Hold. Ihr dürft euch gerne dabei festhalten, ich zeige schnell frei. Ihr sitzt in der tiefen Kniebeuge, streckt ein Bein und haltet das so weit oben wie es geht für 40 Sekunden auf der einen, 40 Sekunden auf der anderen. Macht Pause dazwischen und pro Seite 2 Sets. Dann haben wir Back Squats. Das ist eine schöne Geschichte, um diese tiefe Range of Motion zu erarbeiten und auch ein bisschen mehr Körpergefühl für die Position zu bekommen. Ein Back Squat. Ihr startet in der normalen Kniebeuge, geht nach hinten ab, rollt hoch und kommt mit Schwung in eine Kniebeuge und steht darüber wieder auf. Danach alternieren die Pistols auf eine Box. Je tiefer die Kiste ist, desto schwerer wird es für euch. Ihr dürft wirklich super leicht starten, das ist vollkommen okay. Super Slow Motion und wieder hoch, Beine wechseln, super Slow Motion und wieder hoch. Ihr könnt unten kurz pausieren, ihr könnt auch mit einem kleinen Tapser wieder hochkommen, arbeitet so, dass ihr euch dabei gut fühlt und ihr merkt, es wird besser bei euch. Ihr könnt auch die Kiste gerne über mehrere Sätze reduzieren. Dann haben wir noch Weighted Pistol March, ihr nehmt leichtes Gewicht, auch im Rucksack etc. ist vollkommen in Ordnung. Setzt euch in eine tiefe Kniebeuge, Gewicht vorne raus, Bein strecken, Minischritt. Bein strecken, Minischritt. Wer nicht so tief kommt, bleibt natürlich höher und schaut dann einfach, dass ihr jedes Set wieder ein bisschen weiter runterkommt und euch mit den Pistols wohlfühlt. Viel Spaß beim Training!